Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute geht es um die Firma Houghton & Butcher mit einer kleinen, aber hochinteressanten Kamera, die InSign Midget 33. 1834 gründeten der Engländer George Houghton und der Franzose Antoine Claudet eine Glaslager für Gläser aller Art mit Sitz in London. Im Laufe der Jahre wurde das Unternehmen vergrößert und mehrmals die Bezeichnung geändert. Waren zuerst die Söhne als Nachfolger, später kamen fremde Leute als Inhaber für die Firma und jeder brachte natürlich eigene Ideen und Erkenntnisse. Der Handel mit importierten Kameras aus Deutschland entwickelt sich sehr rasant und die aufkommende Beliebtheit der Fotografie veranlasste natürlich die Umstellung auf Produktion von Kameras. Später, etwa nach dem Ersten Weltkrieg, kam zu einer bemerkenswerten Partnerschaft zwischen die zwei Freunde. Die Anna besaß die Produktionsräume und der zweite hat zwar die Ideen, aber keine Produktionsräume. So machten sie eine Partnerschaft. Sie arbeiten unter das gleiche Haus, aber jeder in seine eigene Produkt. Die zwei Partner bauten Kameras, hatten aber unterschiedlichen Designs und Produktionslinien. Erst gegen Ende der 20er Jahre schlossen sich eben das Handelunternehmen zusammen und bis dato firmierte die Firma mit einer große N als Logo, also eine N-Signum und eine N-Zeichen. Und nach diesem Zusammenschluss der Partnerschaft wurde diese N ausgesprochen, also eine N-Signum, N-Zeichen, N-Logo und so hieß die Firma auf einmal InSign. Die Kamera, die wir heute besprochen haben, ist diese InSign 33. Das ist klein, hat Platz in diese Etui. Wenn man sie herausnimmt, kann man ausziehen. Hier ist der Rahmensucher. Und so kann man natürlich Aufnahmen mit der Sportsucher oder von oben nach unten mit der Brillanzsucher. Dreht man die Kamera um in Hochformat, wird der Stativfuß ausgefahren, die Kamera wird hingestellt und der Brillanzsucher wieder zurückgeklappt, damit man von oben hinunter die Aufnahmen machen kann. Das Ganze funktioniert mit einem Rollfilm. Diese Kamera wurde von 1934 bis etwa 1940 hergestellt und wurde von dem bekannten schwedischen Ingenieur Magnus Neil entworfen. Er versuchte, ein Gegenstück zu aufkommenden Kleinbildkameras Typus Leica zu schaffen, indem kleine Masse, große Format und leichte Handhabung in eine Kamera haben wollte. Das Format dieser Kamera ist 3 x 4 cm und sie arbeitet mit einem Rollfilm E10. Die Kamera ist aus gepresstem Blech und hat eine Objektivachromat mit fester Brennweite.
Die Einstellung ist 11 oder 16 und der Verschluss ist 1/100 Sekunde. Die zwei Sucher haben wir besprochen und das Gewicht der Kamera ist 145 Gramm. Von dieser Kamera gab es 3 Varianten. Die InSign 22, InSign 33 und InSign 55. Die Zahlen beziehen sich auf den Verkaufspreis im englischen Schilling. Ist zwar ungewöhnlich, aber sehr interessant. Die gleiche Kamera hat in eine Silber-Ausführung gegeben, das heißt ganz in Silber. Aber es gab nur die 33er in Silber und die 55er Silber. Und das war der Grund, weil der König Georg zu seinem Silberjubiläum bekam diese Aufmerksamkeit als Wertschätzung von der Kameraindustrie. Interessant ist nur, dass diese Sonderausführungen in Silber gleich viel kosten wie die normale Ausführung. Die Kamera wurde produziert bis etwa 1940 und dann mit Beginn des Zweiten Weltkrieges bei einem Luftangriff wurde die Fabrik und die Produktionsstätte zu Gänze zerstört und dann war nicht mehr interessant, die Produktion wieder zu aufnehmen und etwa 1961 ist die Firma vom Handelsregister überhaupt gelöscht. Das war die Firma. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.